Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Cathedral. In der letzten Folge haben wir uns diese schöne grüne Ausrüstung geholt und sind jetzt hier in diesem Dungeon drin. Und genau, hier war dieser komische Gegner. Wir haben diesen komischen... Oh mein Gott, da ist so unsichtbare Wand. Damit hätte ich nicht gerechnet, Leute. Wie soll das denn? Und aua, warum? Warum weicht er aus? Okay, weißt du was? Ich habe ein Schild. Okay, du hast es... Okay, warte, ich kann anscheinend gar nichts gegen den machen. Anscheinend kann ich den nur mit meinem Feuer hier besiegen. Genau, also diese Feuerlampe, diese grüne Lampe, die haben wir auch in der... Oh mein Gott, das ist ja richtig assig. Kann man hier wenigstens irgendwas sehen? Mann, das ist ja richtig dumm. Mach das an hier. Oh Gott, wo bin ich? Aua. Okay, ich werde sowas von sterben hier. Was ein assiger Raum. Ja, fängt schon mal gut an, muss ich sagen. Ich hätte mich auch einfach heilen können. Gut, also wir haben hier Gegner. Yo! Die wir nicht angreifen können und anscheinend... Oh Mann, ey. Wie soll ich mir das denn merken, wo hier was ist? Eins, zwei. So, anzünden. Anscheinend können wir die auch nur töten, wenn wir mindestens zwei der Dinger anhaben. Meine Fresse. Okay, also neue Gegner, die nur mit dieser Lampe, die wir neu haben, zumindest irgendwie kaputt gehen. Ich verliere schon wieder so viele Leben, Leute. Ja, okay. Es ist in Ordnung. Ich verliere gerne Leben. Weil wir die einfach so random Gegner sind. Ja, ja. So, und mit dieser Lampe können wir halt, wie man das schon sieht... Nein, mach nicht diese. Mann, warum denn? Okay, weißt du was? Komm, lass mich mal in Ruhe hier rüber gehen. Okay, ich glaube, ich brauche ein paar Leben. Ein Glück haben wir... Oh Mann, so viele Blutfiolen, dass wir hier relativ gut vorbeikommen. Ich habe irgendwie die Befürchtung, dass wir hier gar nicht so... Oh mein Gott, wenn ich hier jetzt runterfalle. Dass wir hier gar nicht hin müssen, obwohl doch, da geht's noch höher. Nicht, dass wir hier einfach nur diese blöden Truhen holen und dann war es das hier. Das wäre richtig schade, weil diese Truhen lohnen nicht wirklich. Aber ein Glück können diese komischen roten Geister oder was das darstellen soll, sehen doch schon ganz schön böse aus. Nicht durch Wände durch, das ist ja schon mal positiv. Da wird noch ein Portal. Und das erste Kleidungsstück, hätte ich fast gesagt. Aber wir haben die Beine von dem Necromancer. Da müssen wir, glaube ich, vier Körperteile suchen und dann müssen wir in das Basement zu dem Necromancer und den wiederbeleben. Oder er macht das selber wahrscheinlich, keine Ahnung. Aber er braucht auf jeden Fall seine Körperteile dafür. Und erst dann können wir gegen ihn kämpfen. Das heißt, wir werden uns auf die Suche begeben, die Körperteile des Necromancers zu finden. Da den Legs haben wir jetzt, das fehlen noch die Arme, der Körper und der Kopf. Und ja, gehe ich mal auf die Suche, ne? Okay, also ich habe jetzt 20 Minuten rumgesucht, bin im ganzen Dungeon nochmal rumgegangen und das Einzige, was ich machen kann, also ich weiß, wo die Teile sind, aber die sind alle durch solche blöden Klötze hier verdüddelt. Das Einzige, wo ich hingehen kann, ist hier oben, wo dieses eine komische Portal ist, wo wir am Anfang waren, und dann hier oben hochzuspringen, aber da komme ich auch nicht hoch mit dem Doppelsprung, deswegen habe ich irgendwie die Befürchtung, mir fehlt irgendwas. Also ich weiß erstens auch nur, wo zwei andere Teile sind, aber die sind halt jedes Mal von solchen komischen Dingern hier umdüdelt. Und mit denen kann ich auch gar nichts machen. Weder mit dem Geist noch mit meiner Lampe hier oder sonst irgendwas. Und hier ist auch kein versteckter Raum oder so. Deswegen gar kein Plan, was ich machen soll. Ja, der einzige Weg, wo ich halt noch irgendwas machen könnte, wäre hier hochzugehen. Aber da komme ich halt auch nicht hoch. Weder mit dem Doppeljump in der höchsten Stellung, die überhaupt geht, komme ich da nicht hoch. Auch nicht, wenn ich hier irgend so eine Scheiße anzünde. Hier ist ja auch noch eine Lampe, dann kann man da leider auch nicht draufstehen. Auch nicht, wenn ich hier alle Lampen anzünde, passiert auch gar nichts. Deswegen wirklich so gar kein Plan, was ich machen soll. Ich muss irgendwie da hochkommen, aber hier geht halt nichts. Hier nämlich genau dasselbe. Ich sehe den Körper, aber ich komme hier oben nicht lang, weil da diese blöden Blöcke sind. Und keine Ahnung, wie ich hier im oberen Teil hinkommen soll. Oh Leute, okay, mir sind gerade mehrere Sachen aufgefallen und zwar kann man hier erstmal eine Map an- und ausmachen und man kann ja, der Den hier war ja noch größer, dieses ganze orangene Gebiet hier gehört ja auch noch alles zu den Necromancers Den und wir waren eben in dem Gebiet dahinter die ganze Zeit und hier gibt es ja noch ganz viele von diesen Lampen und bestimmt auch diese Holzdinger, so jetzt können wir da aber wenigstens mal hoch. Ich glaube, hier haben wir dieses Herzteil bekommen, ne? Dann haben wir zumindest mal ein Herz mehr, das ist auch schon mal positiv.
komm, gib mir dieses scheiß Herzteil jetzt. Das habe ich mir sowas von verdient. Dankeschön. Jetzt habe ich ja nicht 6 Leben. Kann ich zwar niemals heilen mit meinen komischen Tränken, die wir erstmal noch verbessern müssen, aber egal. Das heißt, ich muss mich jetzt hier erstmal ein bisschen umgucken in diesem vorherigen Raum, wo ich halt gar nicht diese Fähigkeit bekommen habe. Das hätten die bei Legend of Zelda besser gemacht, Leute. Ohne Witz, diese Aufnahme geht jetzt 30 Minuten und ich glaube, ich werde das zusammenschneiden in nicht mal 3. Wollen wir wetten? Also dieses Video wird jetzt garantiert nicht mal bei 3 Minuten sein. Guck mal, hier haben wir noch so ein Holzding. Ja, hätte ich irgendwie auch dran denken können, dass ich das ja hier alles noch hatte. Habe ich aber nicht. Ja, cool, jetzt gibt's hier ganz viel neuen Kram. Das ist ganz toll. Meine Fresse, ey, ich habe hier wirklich alles rumgeguckt. Oh, jetzt muss ich die hier auch wieder in den richtigen... Na ja, falsch. Ja, geil, wie soll man das denn hier machen? Hä, wo ist denn hier noch so ein Teil? Wie weit soll ich denn bitte nach rechts? Der da? Geil, ich darf hier noch ein paar Runden drehen. Wollen wir wetten? Okay, also der hier muss der richtige sein. Blub. Ja, Nummer 2. So, du bist garantiert nicht Nummer 3. Nee, natürlich nicht. Warum auch? Geil, ey, ich liebe es. So, darf ich nochmal eine Runde drehen? Funny Spiel. Das gibt wieder Minuspunkte, ohne Witz. 2. So, bist du die 3? Ja, cool. Bist du die 4? Nein, natürlich nicht. Ich hasse es. Mir doch egal. Damage Boost. So, 1, 2. Welcher war der dritte? Der da? Ja. Und dann der da oben, nicht wahr? Ja. Okay, nochmal heilen. Jetzt habe ich keine Heiltränke mehr. Ja, ich habe mich auch richtig häufig verletzt. Richtig gut. Ich liebe dieses Level. Es ist genauso toll wie das davor. Meine Fresse. Für diesen blöden Kackboss hier. Und davon muss ich noch 4 weitere besiegen. Dieses Spiel dauert ohne Witz voll lange dann. Das ist ein riesig großes Spiel, was ja eigentlich positiv ist. Aber wenn es noch mehr von solchen Rätseln hier gibt... Oh mein Gott, ich weiß nicht, ob ich das aushalte. Ist ja fast schon so wie so ein Wasser-Dungeon. Oh Mann, bei Ocarina of Time. Ich habe keine Leben mehr, wenn ich hier gleich sterbe. Und das alles normal machen muss mit diesen blöden Fackeln, die ich mir sowieso nicht mehr gemerkt habe. Das geht nicht, Leute. Das geht überhaupt nicht. So, wir haben 9 Dinger. Der soll an. Oben links soll... Dich. Nur oben links soll an, dann der da und der hier rechts. Danke, das kennen wir ja schon. So, wo führst du mich hin? Ah, ja. Okay, dann vermute ich mal... Wieso sollte ich hier nach rechts gehen, hä? Warum ist das hier so? Warum ist das hier so, wie es ist? Warum? Warum sollte ich nach rechts... Keine Ahnung, Leute. Gut, und hier wird dann wahrscheinlich der Körper... sein, ja. Ja. Jetzt sind wir nämlich auf der anderen Seite. Okay, sehr schön. So, ich vermute, wir kriegen hier gleich noch irgendeine Fähigkeit oder so. Oder man kann diese... Blöcke, durch die ich halt die ganze Zeit nicht durchkam, tatsächlich nur von oben zerstören. Kann natürlich auch sehr gut sein. Ich habe keine Leben mehr. Wenn ich das nächste Mal getroffen werde, bin ich tot. Geil. Ich liebe... Ja, geh doch einfach zurück. Ist vollkommen in Ordnung. Tschüss. Ich hole mir jetzt dieses... Mann, nee, das muss ich nicht mehr machen. Ohne Flachs, ey. Das ist doch alles... Das ist doch alles scheiße. Ist das alles ein Kackgebiet hier? Ich bin ein bisschen sauer, muss ich sagen. Ja, ich laufe jetzt einfach durch. Hier, heilen. Mir doch egal. Ich heile das alles weg. I don't care about Gegner. So, gib mir diesen blöden Körper. Danke. So, Nummer 2. Ja, treff mich doch. Mir egal. Ohne Witz. Scheiß Dreckslevel. Als ob man hier durchkommt, ohne jemals getroffen zu werden. Ich mache jetzt Speedrun-Taktiken hier. Man muss von der einen Overworld in die andere Overworld, obwohl in der neuen Overworld die ganzen blöden Körperteile sind. Das ist doch einfach nur behindert. Jetzt ohne Witz. Ich hasse es. Aber wir haben hier auch nichts mehr, wo wir noch nie... Doch, da oben. Was bedeutet denn dieser Totenkopf hier? Hä? Da hinten ist ein Totenkopf. Warum? Ist da jetzt irgendwas Neues? Hallo? Hier ist ja auch noch eine Tür irgendwie. Warum ist hier ein Totenkopf? Der ist aber auch einfach auf beiden Ebenen hier. Hier, wenn ich die Ebene wechsle, der bleibt da einfach, dieser Totenkopf. Ich verstehe gar nichts mehr. Ist das ein Bug? Ist das einfach ein scheiß Spiel? Okay, ich glaube, hier waren wir auch noch nicht, als wir eine Lampe hatten. Alles klar. So. Dann ist das jetzt hier die letzte Ebene, wo ich noch hingehen muss. Ja, whatever. Komm halt runter und lass dich töten, aber sei nicht so ein Arschloch, jetzt ohne Witz. Und danach kann ich dann endlich gegen Necromancer kämpfen. Wupp, didu. Wenn ich das hier denn lebend durchschaffe, wahrscheinlich nicht, weil ich durch irgendeine Kacke getroffen werde. Schottschild! Und töten. Gib mir gefälligst Leben. Schutzschild. Pau. Aber mein Schwert ist jedenfalls sehr stark.
So, letzter Raum, in dem ich noch nicht drinne war, da ist der Schädel. Okay, ach so, Mist, mir fehlt immer noch was, ne? Warum ist hier der Schädel? Nö, die Arme fehlen noch. Ich weiß, wo die sind, aber ich komme da jedoch nicht ran. Ich dachte, das wäre jetzt der letzte Raum, aber nein, da fehlt immer noch irgendein Scheiß. Wo war ich denn noch nicht? Ich war schon überall, das ist halt die Sache. Warum jetzt hier dieser blöde Schädel, das weiß ich nicht. Ich habe hier keine anderen Räume mehr. Habe ich hier noch irgendeinen anderen Raum? Da, da, da oben, aber ich komme da nicht hin mit dem blöden Double Jump. Oh, ich hasse es. Ah, der Totenkopf zeigt mir nur an, wo ich gestorben bin. Okay. Ah, guck mal, hier hatten wir doch auch so einen Raum, wo alles voller Stacheln war. Aber hier können wir jetzt hin, weil wir dieses blöde Auge haben. So, da unten ist die Karte, die wir sehr gut gebraucht hätten tun können. Von Anfang an. Aber nein, ich mache das alles ohne blöde Karte hier. Mann, 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 Mann. Ja, und wie komme ich da jetzt hin? Komme ich da überhaupt irgendwie hin? Kann ich den Scheiß hier kaputt machen? Nein? Okay, cool. Okay, aber hier war ich ganz offensichtlich noch nicht. Hier haben wir wieder ein Labyrinth. Das kennen wir ja auch schon. Okay, toll. Ich habe mir natürlich nicht gemerkt, wo ich hin muss. Gehen wir aber mal hier runter. Die sind anscheinend alle falsch. Danke, gut zu wissen. Gehe ich halt noch weiter hoch. Blöder Scheiß denn hier. Blöder Scheiß Nekromanz. Ich staue jetzt diese ganze Wut an. Und dann werde ich ihn beim ersten Try gleich kaputt machen. War bestimmt wieder falsch, oder? Oder? Ja, warum soll das auch richtig sein? Ganz rechts muss man lang. Alles klar, cool. Für diese blöde Map, die ich sowieso nicht mehr brauche. Dann halt ganz nach rechts und dann gehe ich hier runter und dann bin ich da. Und was zeigst du mir Tolles an? Tolle Map. Oh ja, die Map der aktuellen Region. Da. So, da haben wir einen Geheimraum anscheinend. Da. Nee, in dem Raum waren wir noch nicht drin. Das wusste ich aber auch schon vorher, dass ich da noch nicht drin war. Diese Map bringt mir absolut gar nichts. Nothing bringt sie mir. Ich habe schon alles entdeckt. What the fuck? Ich hasse dieses Leben. Ich hasse es so sehr, ich will alles kaputt machen. Stirb, du Bastard. Cool, sogar eine Errungenschaft dafür bekommen, für meinen Hass. Hass lohnt sich immer. Ja, also nach wie vor hier der einzige Raum, den ich noch nicht habe. Aber ich komme da einfach nicht hoch. Oh, keine Ahnung. Kann halt nichts machen. Kann hier auch keinen nach unten Jump machen, dass ich auf irgendwas raufknall. Weil hier kein Gegner ist. Vielleicht kann ich hier irgendwas abschießen oder so. Bau, 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 bau. Bau, bau. Hier geht gar nichts. Keine Ahnung, wie ich da rüberkommen soll. Im Geist kann ich nichts machen. Hier kann ich auch nichts machen. Und das letzte blöde Kackstück ist da unten. Genau hier. Wie soll ich da rankommen? Von einem weiter unten. Ja, über diese blöde Leiter da. Ist schon klar. Aber es geht einfach nicht. Ich zeig's euch. So, jetzt bin ich quasi unter diesem blöden Arm hier. Da oben rechts sieht man sogar diese blöde Leiter, wo ich hin muss. Aber ich komme hier nicht vorbei, weil ich den Knopf da oben oder diesen... Das Ding, ja, den Block da oben muss ich auf dem anderen Block da drüben platzieren. Aber ich komme hier ja nicht weiter, weil keine Ahnung, was ich hier machen soll. Ich habe Pfeile. Toll. Was mache ich mit Pfeilen in diesen blöden Kack hier? Ich kann nichts machen. Scheißegal, ob ich hier rumschieße oder nicht. Pau, 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 pau. Oh, als ob ich die Dinger mit Pfeilen kaputt machen kann. Ja, Leute, war das dann meine eigene Dummheit hier? Also es war schon klar, wieso sollten hier einfach so Pfeile sein, wenn man mit denen nichts machen soll? Aber ich wäre doch niemals auf die Idee gekommen, diese Kackblöcke da kaputt zu machen. Ich habe so lange für diesen Scheiß hier gebraucht. Das ist unfassbar, Alter. Okay, so, jetzt den Knopf da runter. Okay, das hat schon mal funktioniert. Er lässt den da fallen. Wir können unten durch. Tolle Sache. Ganz toll. Aufnahme geht schon wieder eine Stunde. Supergeil. Und zwar nicht wie von Edeka supergeil, sondern mega scheiße, meine ich mit supergeil. Jetzt gib mir diese letzten Teile und ich kämpfe dann gegen diesen behinderten Kack-Nekromanzer. Oh, du hast alle Teile. Toll, jetzt geh in den Space mit. Mach ich. So, alles klar. Ich habe ihn nochmal geboostet. Deswegen habe ich jetzt 6 blaue Herzen auch noch mehr. Und jetzt, blöder Nekromanzer, ich habe hier jetzt mein Pfeil ausgerüstet. Wehe, ich brauche meine Lampe hier für den. Okay, wir haben volle Leben. Wir haben 3 Dinger und so. Hallo, ich werde dich jetzt vernichten. Und zwar beim ersten Try, du Blödkopf. Weißt du, was das für eine Arbeit war? Deine blöden Körperteile zusammen zu düddeln? Ohne Witz. Wehe, du bist jetzt ein Oberarschloch. Meine ganze Wut! Die scharlachroten Augen! Siehst du meine scharlachroten Augen? Ja, du bist ein ganz toller, blöder Zombie. Keiner mag dich. Ah, okay, aber er verbeugt sich zumindest. Ich mag deinen Zylinder. Du bist ganz toll. Ja, komm jetzt her, ich will endlich kämpfen. Ah, natürlich. Natürlich müssen wir in der Luft kämpfen oder was? Nee, alles gut. Okay. Ja,
dann mach mal. Mach mal. Was kannst du denn, hä? Was kann... Aua! Okay. Okay. Ja, mhm. Ich hüpfe über dich rüber und dann friss das und das und das. Und das, 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 das. Pau, 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 pau. Na? Okay, alles klärchen. Kann ich verstehen. Mhm. Aber er geht ja an sich... Nee. Hä? Okay, Moment. Egal, glaube ich. Scheiße. Mann! Okay, er ist ein bisschen nervig, muss ich sagen. Man muss ihn also schon irgendwie ausweichen. Aber wie? Kann er mal stehen bleiben einfach? Wann bleibt er denn noch stehen? Nie. Alles klar. Alles klar. Coole Sache. Gut, erstmal studieren, was er so macht. Er bleibt nicht stehen. Wie soll ich ihn denn so angreifen? Ohne Witz. Das ist doch nicht möglich, wenn er nicht stehen bleibt, ihn zu treffen. Ja, Junge. Muss ich die abwehren? Muss ich dich abwehren? Ich kann nichts abwehren. Okay, ich glaube, meine beste Chance, ihn anzugreifen, ist tatsächlich, wenn er irgendwo rauf geht und dann runter... Nee, wann soll ich ihn denn angreifen? Wann ist mein Fenster, um ihn anzugreifen? Hä? Wenn er da an der Wand ist, habe ich das Gefühl, dass ich ihn da am besten angreifen kann. Ja, ich glaube schon. Und sonst einfach die ganze Zeit ausweichen und blocken. Na, das kann ja was werden. Okay, ich habe ihn doch nicht beim ersten Mal besiegt anscheinend. Gut, Reboost. Ich probier's jetzt mal mit meiner Laterne aus. Laterne, Laterne, Sonne, Mond und Sterne. Sei mal ein bisschen netter zu mir, Mann. Ich hab deine Körperteile wieder rausgeholt, ja? Man kann halt auch nirgendwo stehen, um ihn anzugreifen. Das ist doch einfach nur scheiße. Mann, der ist einfach viel zu kacke. Ich hüpfe hin und her. Man kann ihm nicht ausweichen. Digi. Ich verstehe ihn nicht. Ich verstehe ihn nicht. Er trifft halt auch alles. Egal, wo man hingeht. Und da oben komme ich nicht an, um dich zu treffen. Und ich kann ihn auch nicht mit meinem Schild abwehren. Ich kann einfach gar nichts machen. Hier, wenn ich mit meinem Schild hier rumhantiere, kriege ich trotzdem Schaden. Okay, ich glaube, ich hab's jetzt. Beim nächsten Try kriege ich es hin, Leute. Ja. Gut, die Laterne hat schon mal gar nichts gebracht. Greift er sofort an, ist die Frage. Warte mal. Ja, lach du mal. Ich konnte mich nicht bewegen, wie unfair. Also man weicht ihn immer aus, bis er an eine Wand rangeht jetzt. Und an der Wand greift man ihn dann an, ohne am besten selber getroffen zu werden. Und dann ist man eigentlich ganz safe. Okay. Concentration, aua. Ja, doch, so funktioniert das aber ganz gut. Ja, doch, das finde ich gut. So kann das auf jeden Fall was werden. So, jetzt geht er wieder da oben hin. Ich greife ihn jetzt einfach immer nur an, wenn er oben links ist. Und dann ist doch alles safe. Ich meine, seine Attacken sind nicht so assig, außer diese ganz schnelle Attacke. Geht also voll klar. So, jetzt geht er wieder dahin. Kann man ihn so ein paar Mal angreifen. Wird zwar ein bisschen dauern auf diese Taktik, aber es funktioniert zumindest. Okay, da bin ich ja schon mal froh, dass ich zumindest eine Möglichkeit gefunden habe, ihn zu besiegen. Das ist doch schon mal schön. Okay, und ich brauchte nur zwei Tries. Also zwei Todes-Tries, um das herauszubekommen. Und anscheinend, wenn er nach oben rechts geht, dann kann man sogar auf der linken Seite... Fuck, auf der linken Seite stehen bleiben. Und ihn da auch nochmal angreifen. Okay, ja, da war ich ein bisschen zu greedy. Oh, er hat eine neue Attacke, das ist toll. Oh, er hat zwei neue Attacken, das ist ja ganz toll. Weil er über die Hälfte seiner Leben verloren hat, oder was? Mhm. Super, das gefällt mir richtig gut. Kann man voll gut ausweichen und so. Diese Lache immer. Gut, das wird auch nix. Oh Mann, wieso hat er denn zwei Phasen auch noch? Alles klar, so die erste Phase kennt ihr jetzt. Die mache ich einfach genauso. Aber ich werde dieses Mal nicht meine Pfeile benutzen. Die bewahre ich mir jetzt einfach auf für die zweite Phase. Okay, also ich habe es diesmal tatsächlich geschafft, nur einmal getroffen zu werden. In seiner ersten Phase. Jetzt werde ich natürlich wieder ein paar Mal öfters getroffen, weil ich rede. Geil. Gut, ich konzentriere mich einfach. Okay, das sollte ich aber haben. Wenn er gleich nochmal rüberkommt... Scheiße.
Mann, ey, jetzt komm. Ich hab dich doch schon, du bist schon tot. Komm einmal rüber, ist mir egal. Komm rüber und ich töte dich. Mach deine komische Dash-Attack und bist tot. Ja. So, du Arschloch, Alter. Ich hab sogar noch einen Heiltrank, ja? Ich hab noch einen, du blöder Necromancer. Oh, Mann, ey. Immer diese Bosse hier. Danke für die Fanfare. Und was kriege ich dafür? Unser erstes Orb-Teil. Der orangene Feuer. Der Feuerorb des Verlangens. So, rechts geht's einfach nur raus, deswegen gehe ich nach links und hole mir meinen wohlverdienten Fisch ab. War das ein Fisch? Sah aus wie ein Fisch. Meine schöne Belohnung hier. Nam, 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 nam. Oh ja, das ist alles lecker. Danke, danke. Wie viel ist denn so ein blauer Wert? 200. So, so. Okay, also zumindest kriegen wir ganz viel Geld, sogar noch ein Buch und wir kriegen endlich unser Pfeil-Upgrade. Diese Pfeil-Upgrades sind richtig gut. Könnte sein, dass ich jetzt sogar genug Geld habe. Danke. Um mir beim Shop noch die eine Verbesserung zu holen, die ich noch brauche. Oh, aber diese Bosse sind so assig programmiert. Der ist ja wirklich nie stehen geblieben, außer in seiner zweiten Form, wo er seinen Hut geworfen hat. Nie! Das ist so behindert dumm. Aber hier oben links kam ich trotzdem nicht hin. Mit dem Doppelsprung. Wie soll ich denn da hochkommen? Sein Bullshit. Nö, kostet 10.000, dass man 4 heilt. Meine Güte, so viel Geld habe ich doch gar nicht. Wie viel Geld habe ich denn? Ich habe 6.670. Tja, langt wohl nicht. Ich kann nicht mal so viel Geld in der Bank speichern. Und dann würde ich aber sagen, was ist das mit dieser Folge, die wieder viel zu lang wurde, beziehungsweise nach dem Schnitt wahrscheinlich gar nicht mal so lang. Nicht mal die Hälfte wahrscheinlich, weil dieses Spiel echt... Naja, ich sag's nicht. Ich werde es trotzdem zu Ende spielen. Wir haben den ersten von 4 Orbs, soweit ich weiß. Und die anderen Bosse werden garantiert auch so assi sein. Sieht man die Orbs wenigstens irgendwo? Find the Orbs. Da, wir haben einen von 4. Keine Ahnung, wo es als nächstes hingeht. Wahrscheinlich in die Knochenkirche, wenn ich das hier so sehe. Dann schauen wir mal, ob das auch so ein assiges Gebiet wird oder nicht. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Wenn euch der Part gefallen hat, lasst ein Like da. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.